zu den Schreien. In der Schrein der Gier. Ah, doch bin ich weit gesprungen. Und der Ahnen aufgewertet, Stufe 5. Jetzt wird dir mir wieder angezeigt, glaube ich. So, was für legendäre Sachen liegen denn hier? Ich muss mal. So. Ja, hier sind auch drei Schreine. Eins, zwei, ich sehe nur zwei. Auf der Karte. Na gut. Zeit zum Schänden. Oh, geht noch zum Weg, Leute. Ja, schon da 1 von 1. Jetzt steht da 1 von 3. Okay, es steht da 1 von 3. Ja. Wir sind jetzt in einem anderen Gebiet, nehme ich mal. Was, dann gehen wir zu den anderen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man 3 von denen macht. Hatten wir ja noch nicht. Hatten wir noch nicht, okay. Ich hatte 2 von 3 als Maschinen. Ja, mal zum nächsten. Eins von 1, 2 von 3. Was ist denn? Was ist denn mit dem los? So, wo ist denn der dritte? Ich sehe ja keins in der Nähe mehr. Und jetzt hätte gar nichts davon. Na gut. Ha. Mal die zählen auch noch hierzu, weil hier das Gebiet ist. Oh, die sind so weit entfernt. Nein, geh weg. Könnt ihr mir helfen? Nein. Ich bin noch nicht bereit. So. Da ist jetzt 3 von 3, ne? Ja, genau. Da kriegen wir einfach nur 3 von diesen Gaben. Ich dachte, jetzt kommt voll der Mega-Boss oder so. Ich habe jeden in diesem Haus getötet. Jetzt werden die anderen Ritualorgane mal angezeigt, sehe ich gerade. Du hast Barrikade. Na gut, Albtraum Dungeon. Also ich habe 39 und 40. Ich auch. Der 40er klingt aber ganz schön nervig. Blutungsschaden, Monsterregeneration, verlangsamende Geschosse. Okay. Alles ganz schlechte Nachrichten, habe ich so ein Gefühl. Habe ich ja Niedergang des Champions, habe ich 40. Verstärkte Elite-Gegner, Unterdrücker, Monster Feuerschaden, Monster widerstehen Gift. Ich glaube, Unterdrücker sind mit Schilden, ne? Ja, genau.
Okay. Hier ist mit dem Level 39er. Da ist nur Blutblase, Monster Schattenschaden, widerstehen ein bisschen Kälte, Rüstungsbrecher. Ja, klar, warum nicht? Klingt nicht so schlimm, ist Level 39. Wir werden sowas von sterben, aber. Hier meine ich, meinst du nicht? Aber dazu sage ich nur. Hallo. Da. Echt hallo? Hervorragend. Hallo. Das Leben unfair mit dir, es sagt einfach hallo. Hallo, Leben. Hi. Hallo, Steinchen. Hallo. Hallo, Fremder. Put, put, put. Du Freund oder Feind? Okay. Ding dong, palem, palem. Wir sind hier. Seid ihr auch hier? Wir sind ein bisschen Overkill hier an Türen. Keine Angst, Alter, wir retten dich. Oh nein, ich. Blutblasen. Ich muss warten. Ein vermächtigter Beinschutz. Der ist schwächer, schade. Lange nichts Stärkeres gekriegt. Wir sind von Anfang an so ein bisschen vorsichtiger sind. Ich noch rein. Oh ja, oh Gott. Ah, nein. Sagt er und stirbt, sagt er da reinrennt. Oh mein Gott. Vorsichtig, die Mutter der Nacht. Wird euch irgendwas betäubt, glaube ich. Nur lesende Menschen kann geholfen werden. Oh, Blutblase. Ja, das sind diese Wiedergänger, glaube ich, die schon einen betäuben jedenfalls. Ich werde hier nicht rausgehen, ich bleib hier drin und schieße einfach aus der Entfernung. Ja. Ja, gute Idee, ne? Sieh den Gegner überhaupt nicht, ey. Ich seh nur seinen Namen. Blut ist wieder Bote. Auf der anderen Seite von der Tür bin ich. Ja, klopft sich mit einem Golem, nehme ich an. Lichtort, Albtraumsiegel haben wir schon. Lebe mich über. Ich hab ich dir, ich mach ganz gut. Oh Mann. Wo ist die Tür hier? Oh. Wow! Hier kommt die Riesenkeule! Ich kann nicht gut sofort töten, ey. Ja, waren deine Dornen, glaube ich. Der hat schon irgendwie die Hälfte Schaden genommen. Er hat mich auch voll mit dem Ding getroffen und hier kommt die Riesenfaust. Das war voll das, was der gemacht hat. So, ich sehe was. Ich nicht mehr. Am besten, Daniel, wir finden ja selbst die schlechtesten Filme gut, ne Daniel? Ja. Wir sind wie Patrick, als SpongeBob diese Rede gehalten. Im Hintergrund sind so Feuerwerk aufgetaucht und der hat gesagt, so schöne Farben. Ja. Was für eine schöne Geschichte, die ich da gerade erlebt habe. Aber hier sind auch. Oder oh, vielleicht schaffe ich ja heute mal meinen zweiten legendären Knoten für. Ja. Oh Mann. Du riechen raus. Na, da unten sind auch noch Gegner. Das ist gut, Tage. Ich gehe mal einfach auf Abstand hier. Dann renne ich da rein. Oh, da ist eine Blutblase explodiert. Aua! Da habe ich mit seinem Schild gehauen. Okay, wir haben beide überlebt. Das war schon mal was. Ah, ja, das ist eine Falle, der hat eine Falle gefüttert. Ah.
Wieso können wir die nicht zusammengeführt, dass ich den Gegner wieder Feuer drin war? Ja. Da wären die Kinder schlitten gewesen, oder? Ja. Aber auch übelst awesome. Hahaha, was hat zu viel Schaden mehr gemacht? Aua. Oh, ich esse gleich Satan hier dann. Ich muss warten. Aua, ich glaube, die sind tot. Ja, ich wurde betäubt und erstochen. Kommt der hier Stücke. Ich komme euch. Er sagt ja mit dem Schwert, genau der. Der tut sofort brechen mit seinem Schwert, ey. Das kann ich auch. Oh Mann. Alter, wie viele sind denn hier noch? Wie viele sind denn hier noch? Feuer, 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 Feuer! Die ganze Horde einfach, wenn wir die alle jetzt auf einmal geschissen. Ich weiß nicht. Daneben. Oh, irgendwo ist eine Blutblase. Eine Sekunde. Oh Mann. Boah. Ich geh gar nicht. Nein. Okay, da ging doch noch. Ja, ich hatte leider Pech. Ich muss gerade nur noch beim Sterben zu sehen. Als ich betört war, wusste ich, was der zum Schlag ausholt. Okay, der hat. Warum wächst das Ding denn so schnell? Er entzündet. Das freut sich, uns zu sehen, Daniel. Den Dicken schnapp ich mir. Der Dicke ist tot. Oder was? Ich habe auf den Gefangenen eingedrescht. Okay, der Daniel, der sollte nie beim Rettungsteam arbeiten. Ihr seid ein Heiliger. Ihr seid ein Heiliger, hat er gesagt. Ja, das hat er zu mir auch gesagt. Das sagen die doch zu jedem, Daniel. Die sagen alles, damit du... Oh, das ist ein Buffer. Na voilà. Ich hab sie noch nicht mal angegriffen, ne? So. Warte, haben wir ja noch nicht zwei Gefangene. Ich dachte mal in der Tür. Jetzt zur Ruhe gebettet. Ah. Auf der anderen Seite sehe ich einen Buffer. Warte. Jetzt mal warten, bis mein Dash-Angriff hier fertig ist. Mich in die reinrenne und die zum Explodieren bringe. Alles klar. Taktik und Strategie, ne? Ja. Du gehst in die Tür, ich nehme die andere. So, die sind schon mal weg. Ich hab jetzt gestorben, weil er mich gehauen hat. Ja. Ah! Wer ist er denn? Na. Oh, Gott, oh, Alter, ich hab mich doch geheilt! Man hat mich jetzt so schnell umgebracht, ey. Gift, oh, nehme ich an. Ich hab die ganze Zeit gedrückt, ey, gedrückt, ey. Ja, ey, warum spawn ich hier vor Gegnern, ey? Was soll der Scheiß? Ich bin hier direkt in den Gegnern reingespawnt. Ja, ich seh's. Aber ich kann mich nicht bewegen, ich bin schon wieder tot. Ja, und ich bin hier gespawnt, cool. Oh, was ist das denn? Ey, die haben mich schon wieder betäubt, ey, und bin ich gestorben. Na, wie komme ich jetzt darüber ohne? Ja. Entschuldige ich mich mal einen Moment. Danke.
Das waren nicht mal viele Gegner, ey. Der eine hat mich betäubt und dann war ich schon wieder. Was ist diese Scheiße? Oh Gott. Ich bin verlangsamt. Der eine hat uns vergiftet, habe ich gesehen. Und der Gift ist so stark, dass unsere Tränke wohl halt nicht schnell genug heilen. Ja, ich habe gedrückt wie bekloppt und bin trotzdem gestorben. Ey. Ja. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin noch nicht. Ah, was? Warum? Wieso? Wo? Der brennende Schreckensritter hat mich verkohlt. Nein, nicht da lang. Da unten ist der Boss. Das hat nicht wohl lang, eh. Unten links ist der Boss. Ich guck nicht auf die Karte, ich guck hier auf die Gegner, Alter. Aua. Vorsicht. Oh, Demon Fang. Ich bin noch nicht. Dicker, du kommst mit mir. Ist er noch ein Buffer? So, jetzt müssen wir noch den Typen da unten, nehme ich mal, erledigen. Das ist ein beschissener Spawnpunkt, bin direkt in die Gegner reingespawnt, ey. So. Na, warte. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Mal kaputt, bevor er irgendwas angreift. Ah, roter Kreis! Nein! Nicht! Angreifen bitte! Da! Der ist doch gerade gestorben! Ich habe ihn so hart gekillt, dass ich mich auch gekillt habe. Was sind da zwei Notizen hier? Was? Oder nicht? Ich habe gerade zweimal Notizen des Deserters hier. Diesen Banditen noch eine halbwegs schlagkräftige Einheit machen. Ich habe nur eine. Zumindest schlagkräftig genug, um mir die Flucht zu ermöglichen. Doriel. Findet. Hier steht nichts. Was macht ihr Leute? Doriel, Doriel, ich sag euch, Doriel. Verschlossen. Wenn ich sofort Doriel, dann werden wir alle sterben. So, irgendwie kann ich die Tür nicht öffnen. Okay. Ich hab den Schlüssel aufgenommen. Aua. Schon wieder Raunabenhöhle. Bin ich jetzt schon zum 15. Mal heute. Ja, du wie? Raunabenhöhle. Das Albtraum dann. Also, ja. Waffe. Hier, jetzt hat er auch noch ein Schild gekriegt. Aber ich kann mich nicht bewegen. Oh, Torsblase. Was ist da eine? Ich habe sie weggewischt. Ich habe sie gegessen. So, jetzt hier der Boss. Nein. Hier so ein dicker. Oh Mann. Aua. Aua. Oh Gott, die Base wird. Okay, oder auch nicht. Ich hab sie schon kaputt gemacht. Okay. So. Nein. Ja, wieder so ein Schrein.
Dialoge. Wie gibt's denn sowas? Oh, ihr seid sowas mal tot. Ich bin noch nicht bereit. Na, wo sind ja noch Gegner? Kommt her. Ihr seid tot. Okay, sind doch ein bisschen mehr Gegner. Warum sind wir getrennt? Nein. Oh. Boah, was ist das? Ah, was war das? Und da geht der Imbab vorher. Aber da hatten wir eine Explosion. Oh, nee. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Ich bin woanders. Ja, war eine riesige Explosion. Die erste bin ich ausgewichen, dann bin ich direkt in die andere eingegangen. Jetzt passiert. Boah. Oha, macht der wirklich Schaden, der Typ. Alter, du bist nur ein Bote, geh weg. Ja, ja, der hat hier eine Feuerkugel gespawnt. Ja, genau so was. Ich hab's gesehen. Ein Skelett, der schießt noch jetzt. Aua. Der angefangen. Dann gerade erst gespawnt, Kollege. Okay. Die Gegner noch hier, ja, ne? Hallo. Die haben sich alle nicht bewegt. Oh, oh, mein Level Up hat einige getötet. Nähere mich wieder einen seltenen Knoten. Ich muss warten. Dann kriege ich etwas mehr Leben und mehr Schaden. Oh nein. Ja, den Medikus als erstes. Ich habe den Kommandant ein Drittel abgezogen schon. Ja, Medikus. Aber der Medikus wird ihn wiederbeleben oder so. Das ist ja nicht sehr krank. Hier, er. Ja, die kommen dann als Geister wieder oder so. Ja, genau. Ich glaube, ich schon wieder gestorben, weil er mich gehauen hat. Genau deswegen kann ich mich von dieser Rüstung nicht. So, boah, ist das ein starker Hammer. Ja, ich habe nur Schrott gekriegt. Hm. Oh, ich habe wieder meinen Helm. Meinen einzigartigen Helm hier. Hm. Der mein Knochenspeer verbessert, yay. Ist aber leider schlechter. Oh, ich guck mal, ob das stärker ist.
Also mein Ansturm keine Explosion mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich das will oder nicht. Du willst das dann. Ja, aber jetzt habe ich wieder Feuer um mich herum, wenn ich im Berserkermodus bin. Sieht man das? Ja, du brennst. Ja. Echt episch, Daniel. Ich würde am liebsten eine Kerze anzünden. Sehr geil. Hammer der Reue, der brennenden Wut. Ah, und den anderen Effekt kann ich leider nicht reinpacken. Ich liebe es, wie der Daniel so leicht zu beeindrucken ist. Er. So, wo? Ich gehe mal zur Tante und hole mir eine Belohnung wieder. Warum tut er beim ersten Mal immer bei mir die Teleportation abbrechen? Also nicht. Geh nach Cat Badur. Warte mal, ist eine Axt, was ich habe? Ja, aber dann kann ich ja meinen Skin mal endlich anschauen von der Axt. So. Und die Hälfte haben wir schon ja von denen. Und im Event hier haben Belohnungen. Also ich jedenfalls. So. Wer in diesem Beutel ist nichts Krasses drinne. Zwei Jahren schwer. Okay, wenigstens nur vermachte Sachen. Eingestürztes Gewölbe. Sein einziges. Oh, das ist ein einzigartiges Schwert. Wenn ihr diese Waffe verwendet und mindestens ein Gegner mit Blutschaden zufügt, was ich nicht habe, entsteht eine Blutlache, die im Verlauf von 6 Sekunden Blutungsschaden verursacht. Da stehen allein 20 Euro im Blutungsschaden. Müssen wir noch mehr Schreine erledigen. Ich bin noch nicht so weit wie du. Ich glaube, ich bin Stufe 4 oder so. Ja, warte mal, die 5. Was ist das V nochmal von Zeit? 5. Ja, bin ich bei 4 jetzt. Ich glaube, ich muss an meinem Bild was ändern, kurz. Alles klar. Damit du das dem Schwert anpasst, oder was? Ja. Warte, wo ist der Blutspieß? Was für eine Fähigkeit ist das? Was müsste ich denn dafür rausnehmen? Ich glaube, da müsste ich meinen Ansturm rausnehmen. Was gar nicht so schlimm wäre. Mit Ansturm, Daniel. Nee, das ist auch nicht hier. Wo ist denn das? Sind der Blutspieß hier? Mein Tor ist Blutungsschaden mit Blutspieß oder ist das das, wo du dich heilst mit? Das ist das Ding, wo ich. Wo ich den Gegner reinsteche und dann explodieren ja in so Blutdinger. Die Waffe ist aber gut. Die hat zwei Sockel, die jetzt die willst 200 noch mal den kosmetischen Mut des Drachen. Was? Ich habe das auch gekriegt. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Da kannst du auch gar nicht, glaube ich. Oh, warte mal, Bein. Ich auch nicht. Ich kann auch nichts damit anfangen. Okay, Bein aus, das haben wir noch nicht, sehe ich gerade. Aber das ist Level 36. Was? Wie, das haben wir noch nicht? Das habe ich schon ein paar Mal gehabt hier. Das habe ich ja. Stufe 39. Bein aus, Trockenstäbe. Ist dir sicher, dass wir das noch nicht haben, Daniel? Du warst ja beim letzten Mal. Gucken wir mal. Bein aus, Trockenstäbe. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das schon haben. Ja. Ich bin auch letztens hier alles durchgegangen, Mann. Hi. Was, letztens erst gemacht oder was? Wir haben das schon gemacht, jedenfalls. Dafür weiß ich. Ich bin noch extra hier an diesen ganzen Dingern. Nee, aber nicht. Okay. Krieg man für den Barbaren noch hier ein Dingen. Okay, dann warte, ich bin gerade was am machen. Ja, ich muss jetzt auch mein Schwert erstmal machen. Die wieder meinen einzigartigen Helm an. Ach, dann verliere ich aber so viele coole Sachen hier gerade. Hm.
Ich werde wahrscheinlich nicht benutzen. Müsste ich so viele Sachen ja umkrempeln. Das ist stärker und so, aber müsste ich so viele Sachen ja. Passt so vom Timing ja, was ich hier so an Sachen hier gerade habe, gerade nicht so. Ich verstehe das absolut. Aber ich glaube, ich krieg wenigstens einen neuen Skin. Das ist ja schon mal etwas. Ich muss warten. Ja, was wollte ich jetzt genau? Das wollte ich machen. Ja, ich krieg einen neuen Skin wenigstens. Hast du deine Rüstung schon repariert? Kann ich machen jetzt. Wo ist der scheiß Juwel hier wieder? Ah, da. So. Lass mich nicht schon wieder falsche Dinge hochleveln. So. Diesen Hammer bitte. Zweimal. Gut. Und mehr brauche ich eigentlich nicht, ne? Genau. Da muss ich den Kollegen noch entsockeln. Beinaus hast du auf Stufe 39. Ja. Wie viel? Ja, okay. 39. Ja, okay. Falls wir das nicht schaffen, was wir auf jeden Fall natürlich tun werden. Ja. Habe ich noch ein niedriger Level gehabt. Alles klar. Was ich am besten nicht verkaufen sollte. Komm, dort Tempel haben wir. Eingestürztes Gewölbe haben wir. Aldowald haben wir. Raunamühle haben wir. Verlassener Tunnel haben wir. Mein Inventar wird einfach nicht leerer. So. Nicht solange ich in der Stadt bin. Vielleicht mein anderes Schwert noch, meinen anderen Hammer. Weil jetzt explodieren die Gegner nicht mehr, wenn ich die anstürme und damit erledige. Ich glaube, das ist irgendwie einer meiner mächtigsteren Sachen hier. Also ich habe den Kopfhelm jetzt mal maximal aufgewertet, damit der für eine Weile hält, damit ich nicht wieder so schnell austauschen muss. Ne? Ja. Sollte ich vielleicht auch mit meiner Dornrüstung machen. Ah, das behalte ich noch. Verkauft ab bloß nicht, Kollege. Oh, ich bin fertig, genau. Ah. Ich wollte noch meine Axt kurz angucken. Den Skin davon. Kann ich den blöden Mut des Drachen-Skin nicht mal verkaufen, ey, für die Axt? Ja, ich weiß. Ich damit für den Stab konnte ich auch nicht verkaufen. Ich hab ja einfach eingelagert. Ich hab dann einfach auf den Boden geschmissen. Kannst auch für einen anderen Charakter benutzen, du. Warum ist das nicht? Hammer der. Ach, das ist ein Hammer. Das ist wie so eine Axt. Ja, okay, jetzt sieht aus wie so ein Kolben. Na gut, Bein aus. Wenn wir das schaffen, dann kriege ich meine zweite Glyphe auf Level 15. Ah, nee, okay. Warte, ich muss noch meine Siegel auseinandernehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Schön, wir haben Beinung schon gemacht. Der Name kommt mir, den habe ich schon so oft. Ja, ich habe da gerade geguckt. Den Effekt habe ich jedenfalls noch nicht. Das nehme ich mal, okay. Wir haben das noch nicht gemacht. Okay. Das ist ein Barbaren-Ding, von wir dafür bekommen. Ja, natürlich gleich Siegel erstellen. Also, ich bin fertig. Hm.
Okay. Exquisites Blut. Kann vielleicht sein, dass wir das schon mal versucht haben. Aspekt des beständigen Stoffes. Vielleicht war das, wo wir das erste Mal auf dieses Elektro-Ding getroffen sind. Das kann vielleicht sein, ja. Weiß ich nicht. Kann sein. Da sind wir ja rausgegangen wieder, weil das zu heftig war. Ja. Apropos Elektro, was haben wir überhaupt hier? Wir haben hier Kampf gestellt. Oh. Ja, ich glaube, dir wird nicht gefallen, was hier gerade ist. Ja, ich glaube nicht. Kannst mir denken, Daniel, ganz ruhig. Ja, war ja klar. Ne? Schwaches Elixier des Blitzes, bitte. Danke. Okay, gute Idee. Wo habe ich den Scheiß? Obwohl ich nicht glaube, dass hier so ein Level 39er Ding uns. Boah, warum sind denn hier schon Gegner, ey? Ich glaube nicht, dass so ein Level 39er Ding so hier nicht One-Shot. Würde sowas von wehtun. Warte mal, da hau ich nicht ab. Nein, nein, ich bleib bei dir. Ich weiß nicht, wo ich den blöden Blitzding da habe, ey. Angriffsgeschwindigkeit, Feuerwiderstand gegen Vampire, Blitzwiderstand da. Da. So, wir sollten ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Dann sagst du mir, du stimmst an meine Gegner. Ungefähr so. Oh nein, ich bin toll. Und weiter geht's. Ich bin noch nicht bereit. Ach, ich werde Feuerschaden. Aua. Ich kann mich nicht bewegen. Na, ich glaube, dieses Feuerding ist aber gut. Der macht vorher so einen Soundeffekt, bevor es losgeht. Ja, ja. Ja, ich glaube, diese Feuerball ist eigentlich doch gut, weil ich durch fast alles irgendwie im Berserker-Modus hier aktiviere. Also jetzt hat die ganze Zeit aktiv. Na, eigentlich reicht es von ihr aus nicht. Kommt gleich wieder ein Blitz. Es war ja nicht nur die Blitze, wir wurden auch von den Gegnern übermannt und dann in Kombination war da doch schön. Ja, weil wir das erste Mal sowas versucht haben. Okay. Oh Mann. Aua, aua. Oh Mann. Ich muss warten. Okay. Da war schon wieder gefangen. Ist mein Knochenspeer wieder stärker, ey, sehr gut. Da müssen wir erneut mal Gefangene retten. Noch ein Spähen, da lässt jetzt wieder so kleine Kugeln, die explodieren und auch noch Schaden machen. Ja. Noch ein Spähen ist mein stärkster Angriff, ey. Obwohl er nicht annähernd so viel Angriff macht wie Schaden wie deine Sachen, ey. Meiner müsste der Todesstoß sein, komm zurück. Ja. Ich musste die Dame befreien, Daniel. Jungfreunde, hm? Aua. Ja. Ich war gar nicht da reingetreten, Mann. Ich hab die Falle sogar gesehen. Oh, wow. Okay. Im Moment, wenn ich da war, schon so glatt läuft, ja. Out, 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 out. Alter, hört auf mich anzuspringen. Oh, oh. Ich war gerade betäubt, ey. Der Jackel hat ihn in der Luft erwischt, als er gesprungen ist. Okay. Das war cool. Das sah aber ein bisschen merkwürdig aus, der ist irgendwie in der Luft stehen geblieben, ey. Wo ist denn jetzt her?
perfekt. Ah, da ist eine Notiz da. Ja. Ja. Geht zu den Zellen und wenn die neuen schwach sind, wir brauchen mehr Fleisch. Wir brauchen mehr Fleisch. Ich hab den Text unterbrochen von der Notiz. Was? Aber nur kurz. Wir haben ihn befreit. Warum mussten wir denn das Käfig öffnen? Hätte er sich einfach so befreien können, der Geist, der... ...der zu fett für die Gedankenstäbe oder hat er? Aber... Jetzt gibt's... Oh. Klein. Ein Wahnsinniger. Ich stehe gerade an. Ich hab den jetzt aus. Was ist denn da? Seht. Seht. Ein Blitz. Ein Stern. Heulende Höhle. Heulende Höhle. Oh, die haben auch noch nicht. Ja, das hört sich neu an. Level 39, cool. Oha. Bastion des Glaubens. Das gehen wir wieder andere hier. Ich meine, die hatten was, aber... mal wieder ein paar andere hier. Ist das irgendwie stündlich oder was? Weil wir haben jetzt hier 17 Uhr. Ja, ist das hier oder was? Hm? Meinst du die Höllenflut oder was? Nee, dass wir ja Dungeons bekommen irgendwie. Hängt halt irgendwie ja, von den Stunden ab oder so. Weil es gerade 17 Uhr und ich habe schon direkt wieder zwei bekommen, die ich heute noch gar nicht bekommen habe. Nee. Ja, wir haben, haben alle gerettet, nehme ich mal an. Er lässt jetzt den Schlüssel fallen. Oh, fuck. Oh. Er hat mich gekillt. Wie hat er das denn geschafft, so schnell? Ah, das Gift. Das hat sich für mich wieder so angefühlt, als hätte er mich hier one-shot. Ich nehme an, aber Gift ein bisschen. Das kann gut sein. So. Ich mit so einem dicken Hammer sehe ich gerade. Ja. Voll Thors Hammer geklaut. Ich wollte gerade sagen, ey, Thors Hammer ist. Ah, hier wieder so weit, okay. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Kommt mir nicht zu nahe, ich brenne vor Wut. Jemanden, der Gift dann spritzen ist, bin ich nicht so gerade. Da. Oh, was haben wir hier? Ist er tot?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der hat meine Rüstung angefasst. Oder deine. Kann auch sein. Nur noch mein Feuer. Der ist uns einfach, der ist uns einfach zu nahe gekommen. Deswegen können wir uns niemanden auf 2 Meter hier Entfernung hier. Alles, was ich umarme, stirbt. Hey, das ist an der Wand. Oh, Feuer, 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 Feuer. Ja, ich hab's gesehen. Aua, ey, ich werd von hinten, ich werd beballert und besprungen. Alter. Ist das hier? Finger knippt. Ja, das ist das Ding. Ey, spucken auf mich und schießen auf mich hier, ey. Wie in einem Swingerclub, ey. Fucking hell, ey. Was für ein Bein aus ist das hier? Ist ja gar nichts. Wie ist da längst? Ich gehe hier längst, Dani. Ja, ja. Ja, ne. Nein, ich komme schon wieder. Keine Angst, ey. Komm ungefähr nichts her, das Ding ist bei dir. Hab schon vergessen. Oh, fuck. Ja, kommst du denn? Komm zurück! Nein! Oh, hast du sogar überlebt. Ja. Ja, siehst du dieses Ding hier? Deswegen können wir uns nicht trennen. Ja, das habe ich schon wieder vergessen, ja, genau. Druckwelle. Ja, jetzt können sich Gegner recht nicht nähern. Mein Dorn, mein Feuer, meine Druckwelle. Uns der an aufgewertet Stufe 5 oder Stufe 5. Ja, das ist das. Ein Event. Ah. Komm mal her, Leute. Oh Gott. Oh, Eis, Eis, Eis. Eis. Oh. Ja. Ja, hab ich gesehen. Es war Eis. Meine Heilung konnte schon wieder nicht mithalten. Hey. Wollen wir ja gar nicht extra dieses Schreien hier draußen machen, wenn wir die hier finden können. Ja. Ich weiß nicht, ob die hier drin zählen, ne? Ja, du hast ja gerade ein Level bekommen, also. Ja. Nehme ich mal an, ne? Oh, Truhe. Oh, ein Schild, ja, der ist heilig. Geil. Ah, langsam werden so die Ringe ein bisschen stärker als was ich habe. Ich habe einen einzigartigen, glaube ich. Nee. Welche einzigartige Sachen trägst du denn da, ne? Ein, ich glaube nur eins. Das Schwert habe ich ja nicht benutzt. Ich habe zwei. Ja doch, ich habe auch zwei. Ich habe den. Wollte gerade sagen, du hast doch gerade gesagt, dass du einen Ring hast. Ja, einen Ring. Ich dachte, ich hatte, der war doch nur legendär oder Vermächtnis. Er hat wehgetan. Warum hat das so wehgetan? Was ist das, wenn wir den Leichenhaufen hier töten? Aua. Ja. Aua, ich hab mich doch geheilt. Oh, pass auf, deine Idee, genau. Aua. Oh, wie kommt es, dass ich sterbe, wenn ich meinen Trank nehme? Gott sei Dank, ey. Weil der Trank nicht stark genug heilt, nehme ich an. Ey. Den legendären Knoten, seltenen Knoten holen. Gibt's einige, glaube ich. Bei mir jedenfalls.
Faktorsachen, die meine Tränke erhöhen. Außerdem habe ich einen Skill, der um 30% meine. Ich habe einen passiven Skill, der um 30% meine Heilung erhöht. Okay. Klar. Ich muss ja vielleicht nicht weg, versuche euch zu treffen. Schon mal falsch, aber wir müssen da lang. Schon wieder so ein Leichending. Haufen aus Leichen. Ich töte dich. Okay. Da war aber nicht die Dungeon, die wir mal versucht hatten mit dem Blitzen. Kam mir jedenfalls nicht bekannt vor. Alter, du bist nur eine Scheiße drauf, ich krieg dir vielleicht. Das Ding ist immer noch aktiv. Also der Schild schüttelt uns ja auch, okay? Bestimmt, ne? So, jetzt meine zweite Glyphe auf Level 15. Wo ist die? Deine Raupe nimmer, das ist mein Lieblingsbuch. Eins, zwei, ne, die hier. Ist das die hier? Ich denn jetzt also komm dort Tempel haben wir schon gesichtsloser Schrein wow. Niedergang des Champions haben wir Lichtort ich hatte noch eine neue oh jetzt kann ich meinen legendären Knoten freischalten yeah. Golem verfügt über ein 40% erhöhtes Leben und 100% mehr Schaden. Okay, das klingt ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ich fand schon, der hat schon vorher relativ viel ausgehalten und so. Ja, aber Schaden macht ja nicht so viel, ganz ehrlich. Ja. Dann die ganzen seltenen Knoten hier machen den noch stärker, ey. Noch mehr 50% Schaden für den.